Was wollte Gerhard Marx sagen mit seinen Bildern, seinen Skulpturen, seinen Arbeiten, seiner Kunst? Mit dieser Frage beschäftigen sich Schüler des Diakoniekollegs dieser Tage. Eine Klasse geht gestalterisch vor, die andere inhaltlich. Ein Graffiti-Portal und eine Videoinstallation sollen entstehen für die Gerhard-Marx-Ausstellung in der Marktkirche. Wir haben unsere Klasse in drei Gruppen eingeteilt. Wir haben uns einmal mit dem Schnitt beschäftigt. Wir haben einmal ein Kamerateam, sage ich mal, gehabt, die sich dann zeitgleich auch mit dem Turm beschäftigt haben. Und wir hatten eine Redaktion, die sich dann ganz viele Fragen ausgedacht haben. Fragen, die sich mit dem von Marx gestalteten Portal der Marktkirche Hannovers auseinandersetzen. Für die Videoinstallation müssen erst einmal Grundlagen der Kameraarbeit, des Filmschnitts und der Redaktion vermittelt werden. Das ist neu und macht Spaß. Während in der einen Klasse gefilmt, getextet und geschnitten wird, wird im Kunstkurs an der Gestaltung des nachgebauten Portals gefeilt. Und dann ist uns die Idee mit dem Sprayen gekommen. Das haben wir schon mal im Unterricht gemacht. Also wir schneiden Sachen aus und wir sprayen dann die Tür damit. Und da hat jeder seine eigenen Ideen, aber alle haben etwas Gemeinsames. Also jeder macht dasselbe, aber doch individuell. Daraufhin haben wir dann eben uns nochmal einzeln mit den Bildern beschäftigt, die uns am meisten bewegt haben oder inspiriert haben. Und jetzt haben wir halt diese Graffiti-Schablonen entwickelt nach unserer eigenen Interpretation. Die Schülerinnen und Schüler des Diakoniekollegs Stefan Stift haben sich intensiv Gedanken gemacht. Mit ihrer künstlerischen Auseinandersetzung wollen sie das Werk von Gerhard Marx neu betrachten, gestalterisch und inhaltlich. Die gewählte Form der Videoinstallation, das Interview. Die Idee ist, dass Menschen gezeigt werden, die einen Bezug zu der Tür haben oder hatten oder die in den Bezug zur Tür gebracht werden, indem ihnen eine Frage vorgestellt wird. Vielleicht nach dem Erleben, über eine Türschwelle in einen anderen Raum zu schreiten, heraus aus der Welt, in der schlechte Nachrichten uns jeden Tag erreichen, hinein in einen vielleicht geschützten, vielleicht sogar heiligen Raum. Und in einem weiteren Schritt haben wir uns überlegt, dass wir auch Menschen, die direkt schon mit dem Portal zu tun hatten, sei es ein Religionspädagoge oder die Pastorin der Kirche oder weitere Menschen, die dort im Umfeld der Marktkirche arbeiten, hierher einladen zu einem Interview, damit sie uns von ihren Eindrücken zu diesem Portal erzählen können. Was am Ende in der Videoinstallation zu sehen sein wird, weiß ich selber noch gar nicht genau, weil die Schülerinnen und Schüler in der Redaktion und in der Klasse dieses erarbeiten. Die fertiggestellte Installation und auch das künstlerisch nachgebaute Graffiti-Portal werden dann im Rahmen der Gerhard-Marx-Ausstellung im August in der Marktkirche Hannover zu sehen sein. Also das Optimale, was wir erreichen könnten, wäre halt, dass sich jeder, der die Marktkirche besucht, sich ganz genau wirklich mit der Eingangstür beschäftigt, weil da so viele Symbole drauf sind, die ja wirklich der Künstler vor vielen, vielen Jahren gestaltet hat, aber die Symbole haben immer noch eine aktuelle Thematik. Und dass man dadurch wirklich ins Denken kommt. Dass sie nicht mehr achtlos durch dieses Portal gehen, sondern hinschauen. Und dann ist auch die Frage beantwortet. Die Frage, was wollte Gerhard Marx sagen mit seiner Gestaltung des Marktkirchenportals? Er wollte sagen, setzen Sie sich damit auseinander. Wie es die Schüler des Diakoniekollegs Stefan Stift dieser Tage tun.